Beim Katana ist es nämlich folgendes. Eine Nahkampfwaffe, die flüssige Kombos und Ausweichen ermöglicht. Ja. Flüssige Kombos und Ausweichen ermöglicht. Das zeigt ja, diese flüssigen Kombos, die zeige ich euch jetzt, ja. Weil das Katana war sogar das erste, das ich probiert hatte. Ach ja, und mit R3 könnt ihr Ziele fixieren. Da könnt ihr dann auch in den Optionen, da kann man relativ viel einstellen. Kameraführung, dass die Kamera weiter weg vom Charakter ist, dass die Kamera aufs Ziel, das ihr fixiert habt, fixiert bleibt und so weiter. Kann man XY-Achse umkehren, falls ihr das wollt oder braucht. Ja, jedenfalls zurück zum Katana. Flüssige Kombos, die zeige ich euch jetzt, die flüssigen Kombos. Passt auf. Das Langschwert ist eine schneidende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Ja, hier hat man unter der Schärfegradanzeige des Schwertes noch ein Schwert. Das fühlt sich, soweit ich jetzt weiß, durch Angriffe. Und wenn das voll ist, dann macht man eben noch mehr Schaden. So, jetzt machen wir mal die Grundkombo 4x Dreieck. Und jetzt passt auf, wie flüssig die Angriffe sind. Ja, jetzt geht's los. Wow, Wahnsinn, oder Leute? Was sagt ihr? Na, war das ein flüssiger Angriff, hä? Gut, ich habe jetzt zweimal daneben geschlagen, aber es geht jetzt nur um die Geschwindigkeit eigentlich, ja. So, nochmal. Ja. Ja, er schlägt schneller zu als mit einem Großschwert, aber ganz ehrlich, unter flüssigen Kombos verstehe ich was anderes, ja. Und das kann ich euch auch dann zeigen, was tatsächlich flüssige Kombos sind. Ja, hier kann man dann den Elan aktivieren, um mehr Schaden zu verursachen. So, ja, also die Waffe sieht ja nicht schlecht aus und die Angriffe sehen auch nicht so schlecht aus. Aber ganz ehrlich, vom Schaden, ja, ist sie nicht schlecht. Ja, ist sie so mittelmäßig. Ja, aber da zeige ich euch eine Waffe, die hat deutlich flüssigere, schnellere Kombos und sogar mit mehr Schaden. Ja. Also von dem her sage ich Katana, naja, da gibt es bessere. Ja. Moment mal, Zwillingsdolche. Ja, genau. Also, schwere Waffen hatten wir. Das war jetzt so eine mittelschwere Waffe. Und die Zwillingsdolche oder Doppelschwerter wäre eine leichte Eine Waffe. offensive Nahkampfwaffe, mit der man Angriffe schnell herabprasseln lässt. Absolut, die ist auch wirklich absolut anfängerfreundlich, das kann ich bestätigen. Und es ist auch eine sehr beliebte Waffe und auch eine sehr, sehr starke und effektive Waffe, die auch relativ einfach zu spielen ist. So. Doppelklingen sind eine Nahkampfwaffe für schnelle Schlagsalven. Ihr Dämonenmodus ist stark, aber kostet Ausdauer. So ist es. So, ihr seht schon die Bewegung mit den Doppelschwertern deutlich hoch, ja. Man rennt hier wirklich schnell, ja. Schnelle und weite Rolle zum Ausweichen, ja, ideal. Weil ich sage euch eins, ihr wollt keine kritischen Treffer von Monstern kassieren. Ja? Also, entweder habt ihr eine starke, schwere Waffe, aber mit der Möglichkeit zu blocken oder eben mit einem Schild. Weil Ausweichen mit schweren Waffen ist dann relativ schwierig. Oder ihr habt eben eine leichte Waffe. Habt vielleicht kein Schild, aber da seid ihr so beweglich, könnt so gut ausweichen. Und ja, wenn ihr da Übung drin habt, dann steckt ihr nur selten Schläge ein. So.
Die Doppelklingen sind wirklich eine faszinierende Waffe, ja. Die ist auch unter meinen Top-Favorites. Also, ihr seht schon, hier kann man wirklich, das sind schnelle, flüssige Kombos, ja. Zack, 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 ja. Und das lässt sich ja noch weiterführen. Hier, dreimal Dreieck. Hier gibt es, glaube ich, sogar eine Unendlich-Kombo. Ja, jedenfalls, ihr seht schon, Beweglichkeit hoch, die Geschwindigkeit der Schläge extrem hoch. So, jetzt kommen wir aber zum wichtigen Teil. Und zwar habt ihr hier den Dämonenmodus. Ja, der Name verrät schon alles. Wenn ihr R2 drückt, wechselt ihr in den Dämonenmodus. Der verbraucht zwar Ausdauer, aber im Dämonenmodus macht ihr deutlich mehr Schaden und ihr habt sogar den ein oder anderen speziellen Angriff, den ihr so nicht machen könnt. Das Ganze sieht so aus. Im Dämonenmodus sammelt ihr mit euren Angriffen, sofern sie treffen, Energie, und zwar in dem zweiten Schwert, eben wieder unter dem Schwert, das den Schärfegrad der Klinge anzeigt, ist noch ein Schwert. Und im Dämonenmodus sammelt ihr eben mit jedem erfolgreichen Treffer Energie, bis das Schwert voll aufgeladen ist. Und dann könnt ihr aus dem Dämonenmodus hinausgehen, seid dann aber nicht wieder im Normalmodus, sondern im Erzdämonenmodus. Und da habt ihr dann genau die gleichen stärkeren Angriffe noch wie im Dämonenmodus. Der einzige Unterschied ist, im Dämonenmodus, da seht euch das an, wie er da lossprintet im Dämonenmodus, ja. Ein Wahnsinn, das habt ihr bei keiner anderen Waffe, ja. Da seid ihr so schnell. Weil bei jeder anderen Waffe, wenn das Monster flüchtet, kommt ihr mit gezogener Waffe ja kaum hinterher. Da müsst ihr eigentlich immer die Waffe wegstecken, so, und um sprinten zu können, ja. Mit denen könntet ihr aber Dämonenmodus. Und ihr werdet so schnell mit gezogener Waffe im Dämonenmodus, dass ihr das Monster sogar verfolgen könnt, ja. So. Gut. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt demonstriere ich euch mal den Dämonenmodus. Also ihr seht jetzt mal so hier, ja, 5, 6 Schadenspunkte. So, warte, ich markiere mal das Ziel. So, und jetzt Dämonenmodus. Und jetzt geht's los. Ja, ihr seht schon, es macht deutlich mehr Schaden. Und der Klingentanz. Bäm! Habt ihr das gesehen? Der Klingentanz ist nämlich der Spezialangriff im Dämonenmodus. So, jetzt habe ich das sch rote Schwert voll bekommen. Bin aus dem Dämonenmodus gegangen. Ihr seht, er läuft jetzt nicht so schnell wie im Dämonenmodus, aber er hat nach wie vor die stärkeren Angriffe und den Dämonenwirbel. Ja, so sieht's aus. Okay. Ja, also hier im Dämonenmodus heißt der Angriff Klingentanz und im Erzdämonenmodus. Heißt dann Dämonenwirbel. Sind auf jeden Fall beides extrem starke Angriffe. So, ich schärfe mal ganz kurz meine Klinge. So, ja, ein weiterer riesiger Vorteil ist, dass es eben oft passiert beim Schlagen. Habt ihr eh schon bemerkt, dass man dann eben irgendwann an den Gegner vorbeischlagt und ja, so.
dann steht man wieder ja, hinter dem Gegner, weit vor dem Gegner. Und das Tolle ist, hier gibt es einen Angriff, nämlich den Dämonenwirbelrausch bei Kreis. Und dann nähert er sich gleich, ja, gute, weiß ich, 3-4 Meter. Also das ist hervorragend, um eben eine entstandene Entfernung zum Gegner schnell wieder zu überbrücken. Zack, 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 und ihr seid schon wieder am Gegner dran. Ja, sieht doch geil aus, oder Leute? Also, es sieht nicht nur geil aus, die Waffe sieht geil aus und es macht richtig Bock, mit der Waffe zu spielen. So, und ein weiteres Highlight. Das geht aber nur im Dämonenmodus. Ihr könnt sogar Wände hochklettern und zurückspringen und gleich einen Angriff starten. Das Ganze funktioniert so, ihr stellt euch an eine Wand, drückt einmal Kreis und tschak. Ja, und ihr seht, er springt da ganz schön ordentlich weit. Ja, also da kann man auch ein Monster wütend machen, so dass es auf einen losgeht. Dann verfolgt es dich, du läufst weg, bist eh urschnell im Dämonenmodus, springst zurück und bam, überrascht das Monster. Und dann gleich gibst du ihm die volle Ladung. Ja, also die Waffe, die wollte ich euch unbedingt zeigen. Ja. Nicht umsonst eine meiner Favorites und auch von vielen anderen. Und wie gesagt, ihr seid wahnsinnig beweglich, schnelle Attacken und ja, sehr einfach zu spielen, denn ihr braucht nur, ihr könnt gleich zu Beginn in den Dämonenmodus wechseln, macht eure starken Angriffe, füllt dieses untere Schwert auf, bis es komplett rot ist. Verlasst den Dämonenmodus, dann seid ihr im Erzdämonenmodus, weil ihr das Schwert komplett rot gefüllt habt, könnt noch immer die starken Angriffe machen, ja, währenddessen erholt sich die Ausdauer wieder und sobald der Erzdämonenmodus vorbei ist oder die Ausdauer wieder voll gefüllt ist, könnt ihr wieder in den Dämonenmodus wechseln, ja, und das könnt ihr immer wieder so wiederholen, also, ja, dass ihr hier so nur die normalen Angriffe macht, absolut überflüssig, denn ihr könnt wirklich ausschließlich immer Dämonen- und Erzdämonen-Modus verwenden. Ja. Gut, das wäre jetzt eigentlich schon wieder für ein Tutorial-Video gewesen, aber die wollte ich euch unbedingt jetzt noch zeigen. Gut, jetzt haben wir praktisch schon mal alle drei Waffentypen durch, also die schweren und unbeweglichen, dann die mittleren und die leichten und beweglichen. So, ich habe mich für die Insektenklefe entschieden. Also zu meinen Top Favorites gehört die Eisenklinge alias Insektenklefe. Die Zwillingsdolche alias Doppelschwerter und die Morph-Axt und die Proto- und die Morph-Kommissionsaxt. Ja. Also die vier gehören auf jeden Fall zu meinen Top-Favorites. Der Eisenhammer sogar auch, obwohl es eine schwere Waffe ist und ich eigentlich nicht so auf die schweren Waffen stehe. Aber mit dem Eisenhammer ist man gar nicht so unbeweglich, wie man vielleicht denkt. Ja. Solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, vor allem der teilt den meisten Schaden aus und Schläge auf den Kopf betäuben den Gegner sogar, was ein großer Vorteil sein kann. Ja, und das leichte Bogengewehr ist auch bei meinen Favorites, das hat es auch ordentlich drauf.
das Schwere auch und sogar der Eisenbogen. Also ich bin von einigen Waffen sehr fasziniert. Ja, und sogar das Schmetterschwert ja, kann bei gewissen Kämpfen, bei gewissen Gegnern auch sehr nützlich sein. Also das ist auf jeden Fall auch eine Waffe, die ich benutzen werde. So, ja, meine absolute Top-Favorite-Waffe ist aber die Insektenklefe, die Eisenklinge. Ja, es ist eine eigentlich eine leichte Waffe, also man hat wirklich volle Bewegungsfähigkeit. Sie ist aber vom Angriff deutlich höher als wie bei den Zwillingsdolchen. Und die möchte ich euch jetzt noch gerne vorführen. Eine leichte Waffe, die Luftsprünge und Kontrolle über Kinsekten ermöglicht. Ja, wie gesagt, Anfängerfreundlichkeit 2 Sterne. Im Grunde genommen 3 Sterne, sofern man kurz erklärt bekommt, wie man diese Waffe zu spielen hat, beziehungsweise wie man die Kinsekten einzusetzen hat oder richtig einsetzt. Weil bei jeder Insektenklefe hat man dann eben ein Kinsekt dabei. Das ist dieses Teil da, was ich am Arm habe, was wie ein Insekt aussieht, nur dass es ein Kinsekt ist. Ja, und dieses Kinsekt könnt ihr zusätzlich noch abfeuern. Das könnt ihr auf gewisse Körperteile des Monsters ansetzen. Und das Kinsekt absorbiert dann ja, Lebensenergie oder so, wie soll ich sagen, den richtigen Ausdruck fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es absorbiert auf jeden Fall eine Art von Flüssigkeit von dem Monster, ja. Und je nachdem, welchen Körperteil ihr da trefft, verschafft euch das gewisse Bonusse, also gewisse Buffs für eine gewisse Zeit, ja. So, das zeige ich euch jetzt. So. Also, Punkt 1. Insektenklefe oder Eisenklinge sieht erstens mal hammermäßig scharf aus, ja. Also ich finde diese Waffe echt richtig fetzig, ja. So eine richtig geile Lanze, so eine Doppellanze, Doppelschwertlanze, sieht einfach hammer aus. Schon alleine, wenn er die Waffe zieht, ja, wie er sie zieht. Ist eine Nahkampfwaffe, die Kinsekten kontrollieren kann. Genau. Ja, also alleine schon, wie er die Waffe zieht und diese Position. Also das, ja, das allein beeindruckt mich mal schon. So, und jetzt zeige ich euch mal die Kombos. Ja. Weil wir eben vorher vom Katana gesprochen haben. Flüssige Kombos. Jetzt habt ihr schon gesehen. Doppelschwerter. Ja, das waren flüssige Kombos. Und jetzt hier Insektenklefe. Passt auf. Ja, das sind auch noch, das sind flüssige Kombos. Ja, die Doppelschwerter haben noch schnellere, flüssigere Kombos, aber die Insektenklefe hat immer noch schnellere Angriffe und flüssigere Kombos als das Katana. Ja, also ihr seht schon. Ja, und vom Schaden her übersteigt es das auch. Ja, je nach Angriff. So. Ein weiterer enormer Vorteil. Ja, ihr könnt euch in die Luft katapultieren. Und zwar genau so. Zack. So. Das heißt, ihr könnt. Und ihr seht schon. Schnelle Bewegung. Gutes Ausweichen. Ja. Zusätzlich kann man dann auch noch mit dem Luftsprung ausweichen. Man kann sogar im Luftsprung selbst noch weiter sich teleportieren, ausweichen.
oder dann doch noch ein Angriff, ein Konterangriff starten. Ja, das ist die einzige Waffe, die das kann. Und noch ein riesiger Vorteil davon ist, man kann auf die Monster aufsteigen. Ja, also Mountaining wird das genannt. Da sitzt man eben dann oben auf dem Monster drauf, Rücken, Kopf, man kann ja eben vor, zurück, je nachdem welchen Körperteil man bearbeiten möchte, auf jeden Fall reitet man das Monster, man sitzt auf ihn auf und dann kann man ihn richtig schön bearbeiten, weil ja, er kann dich nicht angreifen, er versucht dich hin und wieder abzuschütteln, da musst du dich nur festhalten, das erfordert eben ja ein bisschen Übung, ein bisschen Timing, aber da kann man eben den Monster richtig, richtig zusetzen. Da kann man ihn zum Beispiel gewisse Körperteile gleich brechen oder abschneiden und ja, meistens geht das dann so aus, dass man so lange auf das Monster einschlägt, ja, bis es mal kurz in Ohnmacht fällt, dann liegt es mal wehrlos am Boden und ja, so wie dieses Fass hier, und dann kannst du ihm so richtig auf die Fresse einschlagen, ja. Ja, und dann kannst du ihm auch richtig auf seine Schwachstellen so dermaßen, ja, also das ist wirklich ein wahnsinniger Vorteil. Weil ansonsten mit anderen Waffen geht das Mounten natürlich auch, das Aufsitzen allerdings natürlich deutlich schwieriger, weil dann müsstet ihr euch zum Beispiel ja irgendeine Anhöhe oder so suchen und das Monster herlocken und dann eben versuchen, so irgendwie auf das Monster zu springen und gleichzeitig aber auch einen Angriff zu machen. Geht natürlich auch, erfordert auch Übung. Wenn man geübt darin ist, geht auch das sicher ganz gut. Aber mit dem Katapultieren geht das am allerbesten. Und das geht nur mit dieser Waffe. Und da könnt ihr, wie gesagt, ihr könnt ausweichen. Ihr könnt, ja, ihr könnt auch schnell auf irgendeine höhere Anhöhe euch ja, teleportieren. Also das hat wirklich wahnsinnig viele Vorteile. Oder wenn ihr von wahnsinnig vielen Gegnern umringt seid, macht ihr einfach zack, einmal wegkatapultieren und ihr seid befreit. Ja. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsfähigkeit. So. Und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Die Insektenklefe hat nämlich noch den Vorteil, dass man dieses Kinsekt dabei hat. Und da kann man eben mit L2 anvisieren und dann eben das Kinsekt auf gewisse Körperteile des Monsters. Hier ist es halt jetzt nur eine Säule. kann man losschicken, losfeuern. Ja. Also, so wie hier zum Beispiel, das ist unser Monster, Kinsekt, losschicken, Feuer, zack, so. So, in dem Fall bekommen wir, jetzt können wir das Kinsekt auch schon zurückrufen, so, jetzt hat es eben diese, ja, diese Flüssigkeiten, diesen Extratsaft gesammelt. In dem Fall war das jetzt der rote Buff, das seht ihr jetzt eben unter den Schärfeklingenanzeige, seht ihr das Kinsekt und rechts daneben habt ihr 1, 2, 3 und das erste Karo leuchtet rot. Das heißt, wir haben jetzt den roten Buff, der rote Buff ist der für Angriffsverstärkung. Moment mal, okay, nein, warte, das erkläre ich euch dann genau im Guide. Jedenfalls, roter Buff ist Angriffsverstärkung. Normalerweise kann man sich eben die anderen
Buffs vom selben Gegner holen. Hier ist es allerdings nicht so. So, sollen wir uns hier noch anvisieren. Insekt abfeuern. Abgesorgt hat, zurückrufen. Und wir haben den orangenen Buff. Orangener Buff ist Verteidigungsverstärkung. So. Rotes Extrakt gesammelt, zurückrufen. Hier das weiße Extrakt. Das weiße Extrakt beschleunigt die Bewegungsgeschwindigkeit und ist praktisch eine Kombination für die anderen Buffs. Wenn man nämlich das Rote mit dem Weißen kombiniert, bekommt man noch mehr Angriffsverstärkung, und eben auch das Orangene mit dem Weißen kombiniert, erhält man noch mehr Verteidigungsverstärkung. Es gibt dann auch noch einen grünen Buff. Ja, ich weiß nicht, ob wir den da jetzt irgendwo herbekommen. Das wäre auf jeden Fall der Heilungsbuff. Da wird man geheilt. So, gut. Und jetzt zeige ich euch, wir haben alle drei Buffs aktiviert. Und jetzt seht ihr, meine Klinge leuchtet rot. Und jetzt seht ihr auch schon, die Kombos sind viel schneller, deutlich schneller, viel flüssiger, deutlich stärker. So, Buffs sind vorbei. Ja, weil ich so lange geredet habe. Der weiße Buff hält 90 Sekunden, der orangene 120 Sekunden und der rote Buff 60 Sekunden. So. Und wie gesagt, den vierten Buff gibt es auch noch, das ist der grüne, der ist für Heilung. So. Das war's aber noch nicht. Zusätzlich, wenn wir unser Kinsekt losschicken, so, Extrakt gesammelt, zurückrufen, entsteht hier so eine Staubwolke, nenne ich sie mal. So. Und wenn ihr diese Staubwolke zerschlägt, dann passiert ein zusätzlicher Effekt. So. Jetzt muss ich kurz nachschauen, damit ich mir sicher bin, welcher. Man hat nämlich von Anfang an zwei verschiedene Kinsekten. Das müsste jetzt der Keulendrohn. Genau. Und zwar hat der bei den Pollen, das sind eben diese, das ist eben dieser Schleier, den ich da gerade beschrieben habe. Und wenn man den attackiert, setzt das Gift frei. Das heißt, man vergiftet den Gegner zusätzlich, ne? Einen selbst vergiftet das nicht, keine Sorge. Es gibt dann auch noch den, ironischerweise heißt der Schadensdrohn, obwohl der Heilungspollen hat. So, jetzt demonstriere ich euch den einmal. Hier ist es nämlich so. So, Extrakt gesammelt. Kinsekt zurückrufen, und jetzt haben wir hier eine grüne Wolke, und wenn wir da jetzt drauf schlagen würden, dann würden wir geheilt werden. Ja? Wie viel Heilung, das hängt eben dann von der Stufe des Kinsekts ab, aber meine Kinsekten auf dem eigentlichen Spielstand waren Stufe 2, und ja, da war die Heilung doch schon, hat doch schon einiges, ja, ein Viertel oder Drittel der Gesamtgesundheit ausgemacht. Und da war der Gesundheitsbalken aber schon so lang wie der Ausdauerbalken, ja. Also ein Drittel oder Viertel hat das regeneriert. So, gut, da müssen wir jetzt hochjumpen. Zack, jetzt haben wir die grüne Wolke zerschlagen und haben die Heilung bekommen. Ja, wir waren zwar jetzt nicht verletzt, aber so heilt man sich, ja. By the way, ihr seht schon, es wird dunkel. Also es gibt auch Tag- und Nachtzyklus im Spiel. Es gibt auch Wetter. Also es gibt, ja,
schönes Wetter, sonniges, trübes Wetter, Regen, ich glaube sogar Gewitter und Schauer. Und ja, das hat Einfluss auf die Umgebung. Erstens mal. Und zweitens mal hat das auch Einfluss auf Monster und Monsterverhalten. Und bestimmte Monster kommen auch nur unter bestimmten Tageszeiten oder Wettervoraussetzungen überhaupt hervor. Abgesehen davon haben die Tageszeiten, weiß ich jetzt noch nicht, aber die Wettereffekte haben durchaus auch einen gewissen Einfluss auf den Kampf. So, und jetzt erkläre ich euch eben nochmal kurz, warum ich die Insektenklebe als eine der absolut besten Waffen sehe. Ja. Denn wie gesagt, sie sieht nicht nur Oberhammer geil aus. Ja, schon alleine das Waffe ziehen, ja. Ah, so stylisch, das ist ein Hammer. Ja. So, Punkt 2. Ihr habt schon so ohne den Buffs. Gut, jetzt habe ich den roten Buff gerade, aber ihr habt so schon relativ schnelle und flüssige Kombinationen, die auch ziemlich gut Schaden machen. Es ist auch so, den Tornado-Hieb, das ist ein sehr starker Angriff, den hat man, glaube ich, nicht immer zur Verfügung. Da muss man, glaube ich, einen Buff haben. So wie hier jetzt Tornado-Hieb. Ja. Vorhin, als ich nämlich gar keinen Buff hatte, ging der Tornado-Hieb nicht. Ja. Also, jedenfalls, man hat sehr schnelle und flüssige Kombinationen. Ja, und das gefällt mir und das passt zu meinem Spielstil. Weil wenn ich mit so einer, ja, riesigen, schweren Waffe hinschlagen muss, und ewig lang ausholen muss, ich glaube, da schlafe ich ein. Da schlafe ich irgendwann ein, weil das alles so langsam und gemächlich vor sich geht. Hier, das ist wirklich Action. Chuck, chuck, chuck. Ja, das ist, ja. Ja, kämpfen ist eine Art von Tanzen. Ja. Hört sich für manche vielleicht komisch an, aber es ist so. Ja. Kämpfen sind flüssige Bewegungen, genauso wie beim Tanzen. Ja, und das hat man hier. Man hat hier flüssige Bewegungen. Und auch hier gibt es eine Endlos-Combo. So. Und jetzt nochmal mit allen Buffs, dann seht ihr nochmal die volle Stärke. Angriffsverstärkung, Geschwindigkeitsverstärkung und Abwehrverstärkung. Weil das Kinsekt hat auch nur eine begrenzte Ausdauer. Das ist der gelbe Balken unter diesen drei. So, und jetzt geht's richtig ab. Alle drei Buffs. Ja, und jetzt merkt ihr gleich wieder den Unterschied. Die Waffe glüht förmlich rot und ihr merkt gleich den Unterschied. Die Schnelligkeit und Intensität der Schläge ist um einiges erhöht. Die machen auch mehr Schaden. Ja, also ihr seht schon, da ist man richtig hochgepusht. Ja, und die Buffs halten doch, wie gesagt, einige Zeit lang an. So, und jetzt ein Jump und zurück. Okay, knapp daneben. Okay, nochmal. Ja. Okay. Also ihr seht, schon im Normalzustand sind die Kombinationen relativ schnell und flüssig. Und mit den drei Buffs, ja, also den weißen, roten, orangen, da seht ihr, ist sie von der Schnelligkeit und Kombinationsstärke, ja, zumindest auf gleichem Niveau mit den Doppelklingen, wenn nicht sogar noch schneller und stärker. Und vom Schaden her eben auch ziemlich stark, teilt ziemlich viel aus. Ja.
Ja, der weitere Vorteil ist, dass wenn ihr in der Gruppe spielt und eben so ein Heilungskinsekt habt, ja. So. Ja, jetzt hat er es wieder da oben gemacht. Machen wir es hier. So. Zurückrufen. Jetzt erzeugt ihr diese grüne Wolke und die heilt nicht nur euch selbst, ja, sondern die können auch eben Gruppen. Mitglieder oder eben Freunde, mit denen ihr halt unterwegs seid und eine Aufgabe erfüllt. Jeder, der das zerschlägt, wird geheilt. Und es ist, glaube ich, sogar so, wenn hier mehrere Leute in der Nähe der, ja, der Wolke stehen und man zerschlägt die, werden sogar alle geheilt. Ja. Also das ist, ja, brauche ich, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen, wie nützlich das ist, dass man sich praktisch ja mit dem Angreifen und Hochbuffen dann gleichzeitig noch diese ja diese grünen, also diese Nebelfelder erzeugt und sich dann gleich auch noch damit heilen kann, ja. Und im Kampf ist es so, man braucht da meistens gar nicht gezielt hingehen, sondern meistens ist es eh so, dass man da wild aufs Monster einschlägt und dann sogar nebenbei diese Wölkchen aktiviert und sich automatisch heilt. Und ja, das ist ein riesiger Vorteil. Alleine und in der Gruppe noch mehr. Denn ansonsten müsstet ihr euch eben mit Tränken heilen. Ja, aber ein Trank zu konsumieren dauert eine gewisse Zeit. Ihr müsst eure Waffe mal wegstecken und dann. Ja gut, ich bin bei voller Gesundheit. Vielleicht kann ich mich ein bisschen schwächen. Mal schauen. Ja, sehr gut. So. Man muss die Waffe wegstecken, Trank konsumieren. So, und jetzt seht ihr, das dauert, ja, es dauert doch 3, 4 Sekunden, bis er den Trank konsumiert hat. Wenn ihr das nämlich unterbrecht, dann könnt ihr den Trank nochmal von vorne konsumieren. Ja, und von daher ist das schon sehr praktisch, diese Heilungswolken zu haben, die man ganz nebenbei aktiviert und sich regelmäßig heilt und seine Teammitglieder auch. Ja. Und wie gesagt, selbst wenn ihr jetzt mit den anderen Kinsekt spielt, weil hier zur Eisenklinge, die hat Eisenklinge, natürlich Eisen tut abtrennen, ja, also Schwänze, Körperteile abtrennen, und dazu sollte man natürlich dieses Kinsekt nehmen. Das hat nämlich auch Abtrennen als Angriffsboost, und diese Waffe hat eben dann beim Kinsekt-Bonus auch noch Abtrennboost. Also die Eisenklinge gibt der Abtrenn Keulendrohne noch zusätzlichen Abtrennboost. Ja. Es gibt nämlich von jeder Waffe eine Eisen- und eine Knochenwaffe, und bei der Knochenwaffe, die trennt eben nicht ab, sondern die bricht. Mit der kann man Körperteile brechen, und die hat dann eben einen Abtrennboost. Und da wäre dann eben das die richtige, ja. Das richtige Kinsekt. Das hat nämlich Angriffstyp Stumpf. Das stellt er aber eh automatisch ein. Ja. Und wie gesagt, hier mit denen habt ihr keine Heilung bei den Wölkchen. Hier habt ihr eben so, ja, violette Wölkchen, und die erzeugen eben Gift, wenn ihr die zerschlägt, damit der Gegner vergiftet ist. Ist auch ganz nützlich, zieht gar nicht so wenig Lebensenergie ab, vor allem bei Gegnern, die schwach dagegen sind, ja. Ihr könnt euch dennoch aber heilen, wenn ihr
eben den vierten Buff, den grünen, den könnt ihr aktivieren, da habt ihr auch eine Heilung. Den Gift-Kinsekt habt, könnt ihr trotzdem, wenn ihr das richtige Körperteil trefft, euch auch heilen mittels Kinsekt. Gut, ja, jetzt habe ich das eigentlich viel zu ausführlich schon erklärt, als ich das eigentlich vorgehabt habe, aber ich sage euch, das waren erst, 20% vielleicht von dem, was es da an Waffen noch zu erklären gibt. Und wie gesagt, ich mache dann auch einen speziellen Waffenguide und da erkläre ich euch das dann nochmal ganz genau mit den Kinsekten. Welche Körperteile ihr da treffen müsst, um eben den jeweiligen Bonus oder Buff zu bekommen und auch wie viel Bonusprozent ihr dadurch bekommt. Ja, die Dauer, wie lang es anhält, sage ich euch dann auch nochmal dazu. Ja, jedenfalls habe ich mich deswegen für diese Waffe entschieden. Ja, und da empfehle ich euch eben wirklich, probiert ihr wirklich komplett alle Waffen durch, oder ihr sagt, okay, leichte Waffen sind gar nicht mein Ding, dann könnt ihr eben halt nur die mittleren und die schweren Waffen probieren. Ja, dann habt ihr schon mal einen Teil weg. Dann probiert eben nur die schweren und mittleren Waffen, probiert die mal alle durch, ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, mal schauen, okay, ja, wie funktioniert das bei der Waffe, wie funktioniert das bei der, weil ja, jede Waffe hat funktioniert anders, hat ihre eigenen Funktionsweisen und Aufladefähigkeiten und sonstiges. Und ja, dann legt euch einfach auf 3-4 Favoriten fest, die probiert ihr dann wirklich intensiv durch, ja, bis ihr dann wirklich eine Favorite Waffe habt, die euch total zusagt. Und da empfehle ich euch wirklich, prägt übt, prägt euch die Kombos ein, ja, schaut auch eben dann über den Standard-Kombos hinaus, was man dann noch über diese Kombo hinaus für spezielle Attackenangriffe weitermachen kann. Ja, prägt euch die Kombos wirklich ein, das ist sehr wichtig, dass ihr dann im Kampf nicht irgendwas macht. Und dann empfehle ich euch auch, bleibt dann auch mit dieser Waffe, ja. Prägt euch die Kombos ein, spielt euch ein mit dieser Waffe, weil hier am Trainingsplatz ist es eine Sache, gegen richtige Monster zu kämpfen ist dann wieder eine andere Sache, ja. Von dem her sage ich eben, bleibt dann wirklich eine gute Zeit lang bei der Waffe, ja, damit ihr euch wirklich vertraut macht mit der und wirklich die Kombinationen nicht nur merkt, sondern wirklich vollkommen eingeprägt sind und ihr dann wirklich schon nicht mehr nachdenken müsst, sondern wirklich schon in Bruchteilen von Sekunden wisst, ja, dies und das und diese Kombination kommt jetzt, mache ich jetzt, und ja, wirklich, das ist extrem wichtig. Jupp, so sieht's aus. Weil dann werdet ihr wirklich eine Waffe richtig gut beherrschen und dann, ja, habt ihr schon mal eine wichtige Sache erledigt und gut gemacht. Ja, so sieht's aus. Das war der Trainingsplatz. Ja, witzig, ich wollte eigentlich nur vielleicht 15-20 Minuten erklären, hab's aber jetzt, glaube ich, schon wieder eine Stunde oder länger erklärt. Ja,
Ja, tut mir leid, falls es jetzt, ich hoffe, es war trotzdem informativ und aufschlussreich und auch interessant für euch. Ja, ich befürchte immer, wenn ich dann zu viel erkläre, dass es vielleicht ein bisschen langweilig wird. Ja, aber wie gesagt, ich will euch ja helfen. Ja, ich will euch helfen, damit ihr den Einstieg leicht habt und eben keine blöden, unnötigen, unsinnigen Fehler macht, die man absolut vermeiden könnte. So, also gut, das war es jetzt. Das ist der Trainingsplatz. Hier könnt ihr jederzeit zurückkommen, jederzeit wieder üben, weiter üben, neue Kombinationen lernen, probieren, was auch immer. Ja, also zurück in meinem Zimmer. Ah ja, jetzt sind die beiden auch schon da. So, ja, ganz kurz noch zu den Waffen. Verlasst euch dann nicht nur auf den Angriffswert, der bei der Waffe steht. Ja, rüstet die Waffe lieber aus und schlagt damit auf den Pfeiler ein, ja, und da bekommt ihr nämlich dann bei den Attacken viel genauere Schadenswerte. Ja, also da seht ihr viel genauer, wie viel Schaden die tatsächlich macht. Ja, also da bekommt ihr genauere Daten, wie viel Schaden die tatsächlich anrichtet. Ja. So. Ja, gut, ja. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich gar nicht so lang und ausführlich machen, aber ja, da sind wir schon wieder bei dem Thema. Das Spiel fesselt mich einfach so und es gibt so viel zu erklären und so weiter und so fort. Ja, es fesselt einen einfach und ja, ihr seht sie. Man geht auf den Trainingsplatz und ja, eine gute Stunde ist schon wieder vorüber. Gut, ja. Jedenfalls, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass das manchmal dann eben so ausartet und ich euch das so lang und ausführlich erkläre. Aber es ist eben so, ich habe mich eben schon so viel, wirklich, ich glaube 10 Stunden oder mehr hatte ich dann im Internet verbracht mit Recherchen, obwohl ich mir eh alle Tutorials durchgelesen habe, sogar 2, 3 Mal. Aber auch die Tutorials beantworten leider nicht alle Fragen. Ja, von daher habe ich dann wirklich Stunden, Stunden, stundenlang im Internet recherchiert, weil es einfach noch einige wichtige Dinge gab, ja, die ich nicht wusste und die mich brennend interessiert haben. Und ja, dieses ganze Wissen muss jetzt hinaus, ja. Nein, ich möchte dieses Wissen einfach weitergeben, ja, an euch, damit euch das erspart bleibt. So. Ja. Das war also der Trainingsplatz. So. Und nachdem ihr da fertig seid, ja, gut, ihr müsst ja jetzt nicht so viele Waffen ausprobieren, aber ein paar zumindest und legt euch mal auf eine fest. So. Und wenn ihr das gemacht habt, ja, ich schaue nur noch mal kurz, ja, so, wenn ihr das gemacht habt, ja, hier nebenbei zeige ich auch noch ganz, ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, Aussehen verändern. Und das seht ihr, man kann die Frisur und die Haarfarbe ändern, die Augenbrauen, aber nur die Farbe der Augenbrauen, die Form nicht. So, den Bart und die Bartfarbe kann man ändern. Das Make-up. Es gibt zwei Make-ups, damit man eben auch zwei verschiedene. Und ja, halt eure Unterwäsche. Die man praktisch eh nie sieht, weil man eh immer eine Rüstung trägt. Ja. Aber ihr seht schon, ja, im Erstellungsmenü ging die Liste komplett bis unten. Und hier sind es ja 2, 4, 5, 6 Sachen. Also, ja, wollte ich euch nur ganz kurz zeigen. Ja,
Wie gesagt, auch hier beim Ladebildschirm die Tipps durchlesen. Enthält auch oft wichtige Informationen. Gut, und wenn ihr das habt, dann könnt ihr hinausgehen und eure erste Quest annehmen. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Ja. Und warum ich euch das alles rate, ist folgendes. Ihr müsst euch hier in dem Spiel wirklich vertraut machen. Ihr müsst euch auskennen. Ja, mit allem. Ja, mit der kompletten Spielmechanik, Waffen, Rüstungen. Weil hier einfach drauf losspielen, das ist hier nicht im Spiel, das geht hier nicht, ja. Das könnt ihr vielleicht ganz am Anfang machen, da geht das noch gut, aber ja, spätestens dann ab dem dritten, vierten, fünften großen Gegner bekommt ihr riesige Probleme, ja. Also einfach, ja, nichts durchlesen, sich mit nichts beschäftigen, Waffen testen, Kombos lernen und dann einfach losziehen und irgendwie drauf losdreschen, irgendwas machen. Das geht die ersten paar Male vielleicht noch gut, aber ab einem gewissen Zeitpunkt, und der ist relativ bald erreicht, funktioniert das absolut gar nicht mehr. Da bekommt ihr Riesenprobleme, da schafft ihr die Gegner nicht mehr. Ja, so sieht's aus. Das Spiel ist nicht sonderlich schwer, ja. Es ist auch nicht einfach. Es ist einfach, ja, ein normales, mittelschweres Spiel, ja. Also, wie gesagt, wenn ihr einfach drauf losrennt, irgendwas macht, dann habt ihr es schwer und sehr schwer. Wenn ihr die Tutorials durchliest, euch mit dem Ganzen beschäftigt, auseinandersetzt, dann habt ihr absolut keine Probleme und dann habt ihr es eigentlich sogar, ja, relativ leicht, sage ich mal, ja. Ja, ich möchte euch noch ganz kurz zeigen, hier gibt es am Marktplatz ein kleines Schweinchen namens Pugi, der sagenumwogene Pugi. Da gibt es jede Menge Gerüchte um ihn. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Ja, es gibt Gerüchte, aber es gibt auch schon bestätigte Fakten. Okay, gut, ich finde ihn jetzt gerade nicht. Egal, er wird dann schon auftauchen. Da möchte ich euch dann nämlich auch noch was zeigen und Tipps geben. Gut, dann sprechen wir mal mit den Kommandanten. Ja, hör zu, siehst du, das sagt er. Den Rest muss man lesen. Ich muss über etwas Wichtiges mit dir reden. Diese Kommission ist besonders. Anders als deine bisherigen Verpflichtungen, vermute ich mal. Es geht nicht darum, Drachenälteste zu jagen oder für den Schaden zu bestrafen, den sie verursachen. Die Kommission will deren Stellung innerhalb der Natur verstehen und unsere. Darum geht es. Die Drachenältesten sind die Natur. Sie zu bestrafen ist so zwecklos, wie vor ihr davon zu laufen. Das nenne ich eine Jagd. Ja. Aber die Natur verstehen. Nun, das können wir schaffen. Wir werden echte Herausforderungen erleben. Die beste Vorgehensweise wird nicht immer klar sein. Was die Welt braucht, ist Harmonie. Aber bevor du Leben nimmst oder verteidigst, musst du es verstehen. Das macht dich zum Jäger. Ja, und das ist auch vollkommen richtig. Also grundsätzlich auch der Tipp, redet wirklich immer mit jedem NPC. Am besten nach jeder Quest. Weil sie haben immer neue Informationen für euch, die auch wirklich oft komplett eben der Wahrheit entsprechen, der Spielmechanik entsprechen, was man tun sollte und so weiter. Und oft haben sie eben auch Quests für euch, vor allem wenn ein Rufzeichen dort ist. Ja, also das hier ist der Marktplatz, aber das gibt's dann eh noch in meinem Einführungsguide zu sehen. Ja, hier ist das Versorgungslager.
Hier kann man eben ein paar Vorräte kaufen. Ja, also die Währung in Astera nennt sich Zenny. So wie Penny, nur Zenny. Ja, hier kann man eben kaufen oder verkaufen. Ja, allzu viel gibt es hier noch nicht. Was ich euch aber hier auch gleich empfehlen kann, ist das Fernglas und eventuell den Bumerang. Der fordert zwar, glaube ich, ein bisschen Übung, sollte aber auch dann ganz nützlich sein. Und vor allem auch das Fernglas. Damit könnt ihr nämlich, ja, eh logisch, Fernglas schon weit entfernte Gebiete absuchen, erspähen, was sich dort so tut, wie sich die Monsterkreaturen doch dort verhalten, weil es ist auch oft auf gewisse Reaktionen von Monstern, ja, also so wie von diesem friedlichen Abtonos, wenn die plötzlich nervös werden und anfangen in der Herde wegzurennen, ja, dann weiß man, okay, sie fürchten sich vor etwas, da kommt was Großes. Ja, also diese beiden Sachen, kostet ja nicht viel, kann ich euch empfehlen, könnt ihr euch kaufen. Ja, das, was ihr kauft, könnt ihr in euren Beutel oder in die Objektruhe gleich lagern. Man kann auch verkaufen. So. Gut, dann gehen wir mal zu unserer Wildexpertin. Da benutzen wir hier gleich den Aufzug. Das geht nämlich schneller. Ich weiß jetzt nicht, ob sie bei der Schmiede oder bei der Kantine ist. Ja, hier habt ihr praktisch die Schmiede. Ah ja, mit der müssen wir auch reden. Hier ist es so, hier könnt ihr Standardwaffen kaufen und verkaufen. Und hier könnt ihr eben Waffen selbst schmieden, Waffen verbessern, Rüstungen verbessern und so weiter und so fort. Schön, schön. Hier bitte, Neuling. Mit einer so um dich geschlungenen Waffe siehst du schon eher wie ein Jäger aus. Das hier ist der Ausrüstungsladen. Wir handeln mit einsatzbereiten Waffen und Rüstungen. Wenn du so schnell wie möglich eine Waffe benötigst, aber keine Zeit hast, um Materialien zu sammeln, können wir helfen. Also, Neuling, willst du mal schauen? Ja. Also, da seht ihr, da habt ihr die verschiedenen Kategorien. Hier heißt es eben Morph-Axt, Insektenklefe, ne? Ja, und hier dann Eisenklinge. Und da seht ihr eben Knochenstab, das ist eben die Knochenwaffe, das gibt's Bäderwaffe, Eisenwaffe, Knochenwaffe. Knochenwaffe ist für Brechen, Körperteile brechen, gewisse Körperteile kann man brechen, gewisse Körperteile kann man trennen, also abschneiden. Grundsätzlich sind die Knochenwaffen vom Angriff etwas stärker. Ihr seht schon, 248 Angriff und die Knochen hat 279. Ja, also hier kann man die Waffen kaufen. Man kann sie aber auch genauso gut schmieden. So, dann reden wir mit Denkel auch kurz. Meister der zweiten Flotte. Na also, das ist eine gute Waffe. Sollen wir sie Ach, richtig. Du hast ja noch keine Materialien. Ja. Blöd gelaufen. Wir sind keine magischen Affen, die Dinge zusammenschlagen, damit Ausrüstung erscheint. Wir brauchen Materialien, also geh und besorg uns welche. Genau, man braucht natürlich Materialien und das war eben das, was ich gemeint habe. Ich habe schon sehr viel Materialien gesammelt und schon Waffen verbessert und Rüstungen verbessert und so weiter. Deswegen möchte ich dann eben von dort aus auch weiterspielen.